One Piece und seine Plot-Twists. Letzte Woche habe ich mit euch bereits über einige der interessantesten Plot-Twists in One Piece vor dem Timeskip gesprochen. Dann macht es natürlich auch Sinn, über 5 spannende Plot-Twists nach dem Timeskip zu sprechen. Macht euch also bereit für eine kurze Reise zurück in die Vergangenheit. Doch bevor wir mit den Plot-Twists nach dem Timeskip starten, wie immer die Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Das hilft mir und dem Kanal enorm weiter. Beginnen wir mit einem Plot-Twist, den viele von euch richtig vorhergesehen haben. Es geht um Kaido und um seine Teufelsfrucht. Okay, dass es am Ende eine Fischfrucht sein wird, hat lediglich ein Dude bei Reddit richtig vorhergesehen. Jedoch ist es eine mythologische Fischfrucht von dem Modell Azur Drache. Daher kann man sich durchaus selbst beweihräuchern und sich auf die Schulter klopfen, wenn man vermutet hat, dass Kaido ein Drache ist. Hier darf man aber auch nicht vergessen, dass es bestimmte Indizien dafür gab. Back in 2015, in Kapitel 795, hatte Kaido seinen ersten Auftritt. Sein monströses Auftreten hat bei vielen von uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir konnten verstehen, warum jemand wie Doflamingo Angst vor diesem Charakter hat. Das Design von Kaido als auch die Informationen, die wir zu seinem Charakter hatten, haben uns bereits Hinweise auf seine Teufelsfrucht gegeben. Kaido war zu diesem Zeitpunkt als die stärkste Bestie auf Land, in der Luft und auf See bekannt. Dadurch konnte man von einer Zoan-Teufelsfrucht ausgehen. Außerdem gab es die Annahme, dass er fliegen kann, weil er ja auch in der Luft die stärkste Bestie ist. Lediglich der Part mit der stärksten Bestie auf See hat weniger Sinn gemacht. Das hat sich dann aber auch erledigt, nachdem wir erfahren haben, dass er eine Fischfrucht hat. Eventuell handelt es sich dabei um den seltenen Typ von Teufelsfrucht, bei dem sich jemand im Wasser bewegen kann. Das wäre zwar sehr broken, aber wir haben durchaus schon die ein oder andere broken Teufelsfrucht in Aktion gesehen. Die Schuppen von Kaido an seiner Schulter waren außerdem auch ein Indiz für seine Drachenform. Interessant ist auch sein Bart. So einen ähnlichen Bart tragen auch Keufische. Kaido, oder sollte ich sagen Koido, ist an die Sage eines legendären Keufisches angelehnt, welcher einen Wasserfall emporgestiegen ist und sich in einen Drachen verwandelt hat. Die Pokémon Karpador und Gyarados sind zum Beispiel auch von diesem Mythos inspiriert. Der Plot-Twist rund um Koidos Teufelsfrucht wurde clever von Oda aufgebaut. Die Verwandlung in einen Drachen war zwar zu erwarten, aber der eigentliche Reveal konnte dann dennoch überzeugen. Der nächste Plot-Twist, der mich nach dem Timeskip sehr überrascht hat, war die Zeitreise von Momo, Kinemon, Kanjuro, Raizo und Kiku. Dieser Plot-Twist wurde von Oda clever über einige Jahre aufgebaut und dann zu Beginn des ersten Akts im Wano Kuni Arc aufgelöst. Es gab ein Indiz, wodurch man erahnen konnte, dass Kinemon und Co. aus der Vergangenheit stammen. Momonosuke sagt in Kapitel 820, dass er den König der Piraten Goldie Roger getroffen hat. Diese Aussage hat in diesem Kapitel natürlich nicht wirklich Sinn ergeben. Momo war 8 Jahre alt und Goldie Roger ist vor 24 Jahren verstorben. Zu diesem Zeitpunkt wurde dann spekuliert, dass Momo Roger mit jemand anderem verwechselt haben muss. In Kapitel 920 stellt sich dann jedoch heraus, dass Momo und Co. 20 Jahre in die Zukunft geschickt wurden und Momo in Wirklichkeit vor 28 Jahren geboren wurde. Er hat wirklich damals Goldie Roger getroffen. Momo ist auf dem Schiff der Whitebeard Piratenbande geboren und ist gemeinsam mit seinem Vater auf einige Abenteuer mit der Whitebeard und Roger Piratenbande gegangen. Durch diesen Plot-Twist hat Oda Zeitreisen in One Piece eingebaut. Die Zeitreisen sind an die Zeitfrucht gebunden. Kozuki Toki, die Ehefrau von Kozuki Oden, hat diese Teufelsfrucht verzehrt. Sie stammt ursprünglich aus dem verlorenen Jahrhundert und sie ist durch die Fähigkeiten dieser Teufelsfrucht immer wieder in die Zukunft gesprungen. So wie es aktuell aussieht, kann sie mit dieser Teufelsfrucht jedoch nicht in die Vergangenheit reisen. Über Toki wird in der Handlung noch stark spekuliert. Sie wurde zwar in Odens Flashback vermeintlich getötet, eventuell hat sie den Flashback auch überlebt und ist wieder in die Zukunft gereist. Immerhin hat sie noch die ein oder andere Information über das verlorene Jahrhundert, von dem wir aktuell noch eher wenig wissen. Eventuell wird Toki aber auch erst im Flashback zum antiken Königreich auftauchen. Only time will tell. Der nächste Plot-Twist nach dem Timeskip hat mich persönlich sehr überrascht. Reisen wir zurück in das Jahr 2014. Ich war bei meiner Praktikumsstelle und ich war stundenlang am Schuften und als dann mal nichts zu tun war, habe ich mir das neueste One Piece Kapitel durchgelesen. Das Kapitel, was damals erschienen war, war Kapitel 763. Am Ende des Kapitels offenbart Trafalgar Law, dass er in Wirklichkeit Trafalgar D. Waterlaw heißt.
Lore trägt also auch ein D in seinem Namen und zu diesem Zeitpunkt wussten wir bereits, dass Lore eine Verbindung zu dem D hat. Lore hat Ruffy auf Marineford gerettet und operiert. Gleichzeitig hat er in Kapitel 591 darüber gesprochen, dass das D wieder einen Sturm herbeiführen wird. Diese Aussage hat er von Rocinante, dem jüngeren Bruder von Doflamingo, zum ersten Mal gehört. Bevor wir erfahren haben, dass Lore ein D-Träger ist, hatte ich eigentlich vermutet, dass eine wichtige Person aus Lores Leben ein D im Namen hatte und er für diese Person entsprechend auch Ruffy gerettet hat. Manchmal sind es dann doch die simpelsten Plot-Twists, die uns einfach nur neue Informationen über einen bereits bekannten Charakter geben, die am Ende dann so hängen bleiben. Aktuell ist Lore neben Ruffy einer der wichtigsten Charaktere für die Story in der neuen Welt. In Kapitel 668 haben Ruffy und Lore eine Allianz gegründet, um einen Kaiser zu besiegen und nun kämpfen die beiden endlich gegen diesen Kaiser. Dieser ganze Konflikt mit einem Kaiser wurde 9 Jahre lang als Setup aufgebaut und hoffentlich bekommen wir noch einen gewaltigen Payoff am Ende. Den nächsten Plot-Twist hat keiner von uns wirklich kommen sehen. Das ist auch völlig in Ordnung, denn für diesen Plot-Twist gab es auch keine wirklichen Indizien. Seit Kapitel 233 sind wir in dem Glauben, dass die Weltregierung von den 5 Weisen geführt wird. Doch dem ist eigentlich nicht so. In Kapitel 906 erfahren wir von einer mysteriösen Person, die sich auf Mary Joa befindet. Diese mysteriöse Person setzt sich in Kapitel 908 auf den vermeintlich leeren Thron. Außerdem verbeugen sich die 5 Weisen vor dieser Person und fragen, welches Licht sie aus der Geschichte auslöschen sollen. Bei dieser mysteriösen Person handelt es sich um Im und Im hat aktuell die höchste Weisungsbefugnis in der Weltregierung. Selbst die 5 Weisen lassen sich Befehle von Im erteilen und dieser Plot-Twist war nicht vorherzusehen. Wie denn auch? Es gab in der Handlung nie vorher irgendwelche Erwähnungen darüber, dass über den 5 Weisen noch jemand steht. Es wirkt auch so, als ob die Identität von Im geheim gehalten wird. Möglicherweise ist die Existenz von Im der Schatz von Mary Joa, von dem Doflamingo im Dressrosa-Arc gesprochen hat. Dieser hatte mit dem Schatz von Mary Joa und dem Persönlichkeitstausch der Ope-Ope-Nomie vor, die Weltherrschaft zu erlangen. Eventuell wollte Doflamingo mit Lores Teufelsfrucht seine Persönlichkeit mit der von ihm tauschen. Doflamingo war einst ein Tenryubitu und dadurch könnte er von der Existenz von ihm erfahren haben. Außerdem hätte Doflamingo vor seiner Niederlage auf Dressrosa nach Mary Joa reisen können. Immerhin war er zu diesem Zeitpunkt ein Samurai der Meere. Was es mit ihm und dem Schatz von Mary Joa noch auf sich hat, bleibt erstmal abzuwarten. Noch wissen wir nur sehr wenig über ihm. Es ist jedoch nicht zu bestreiten, dass das Geheimnis rund um die Existenz von ihm einer der größten Plot-Twists seit dem Timeskip war. Der letzte Plot-Twist, mit dem ich mich in diesem Video beschäftigen möchte, ist der von Sanji und seiner Familie. Es gab vor dem Timeskip bereits viele Spekulationen darüber, woher denn nun Sanji stammt. Denn im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern aus dem East Blue stammt Sanji gar nicht aus dem East Blue, sondern aus dem North Blue. Das hat viele Fans von uns schon etwas verwundert. Denn Oda baut so eine Information und so ein Setup nicht umsonst in die Handlung ein, nur um dann am Ende nichts daraus zu machen. Nach dem Timeskip, um genau zu sein, im Zoo-Arc, erfahren wir dann endlich von Sanjis Familie. Dabei handelt es sich um die Windsmoke-Familie aus dem Germa-Königreich. Somit war sein ehemaliger Deckname Mr. Prince eine Anspielung auf seine adlige Abstammung. Sanji hat uns und der Strohhutbande das Geheimnis rund um seine Familie verborgen. Es wurde auch spekuliert, ob Sanji adlig ist. Beides hat sich dann am Ende bestätigt. Als Capone dann Sanji zu seiner eigenen Hochzeit eingeladen hat, wurde uns bewusst, wer Sanjis Familie überhaupt ist. Sanji hat bis heute immer noch kein gutes Verhältnis zu seiner Familie. Die Windsmoke-Familie wurde jedoch zu temporären Verbündeten vom Sanji Retrieval Team im Whole Cake Island Arc. Windsmoke Judge, der Vater von Sanji, war nicht auf der Reverie mit dabei und aktuell ist unklar, wo sich die Windsmoke-Familie befindet und ob oder wie sie von Whole Cake Island geflohen sind. Auch nach dem Timeskip hat uns Oda sehr interessante Plot-Twists präsentiert, die über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurden. Durch die verschiedensten Plot-Twists in One Piece merkt man immer wieder, dass Oda sein Storytelling-Handwerk versteht. Daher können wir uns auch sicher sein, dass wir in Zukunft noch viele weitere spannende Plot-Twists sehen werden. Das war's dann mit dem heutigen Video rund um Plot-Twists von
von One Piece nach dem Timeskip. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dein Lieblingsplot-Twist nach dem Timeskip war. Wie bereits erwähnt, deine Interaktion mit dem Video helfen dem Kanal enorm weiter, denn je mehr von euch mit dem Video interagieren, desto mehr pusht der ominöse YouTube-Algorithmus dieses Video. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Marco Tekert, Nils Otte, Fuselwind, Nils Berelsmann, Thomas Fietta, Marius, Ole Hees, Mark Fees, Gorksen, Ricardo Baumann, Becke, Konstantin Mauf, Jans Rollende Welt, Sebastian K., Onyx Dragon, Tomoya Nanase und Super Matthew aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein Patreon oder ein Mitglied des Romans Dusk YouTube-Kanals zu werden. Für euren Support erhaltet ihr exklusive Inhalte. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.